Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Lion King für Super Nintendo. Ich habe hier ein Safe State gesetzt, also ein Sicherheits-Safe State, weil die Stampede kann richtig arschig werden. Ich habe schlechte Erinnerungen an die Stampede. Gut. Dann wollen wir uns dem Ganzen mal stellen. Ja. Es kann richtig arschig werden. Ihr seht jetzt schon meine Energie und das war gerade mal erst der Anfang von dem Ganzen. Jetzt kommen noch Steine dazu. Und meine Energie ist jetzt schon am Arsch. Ja, das ist auch genial, wenn es Fragezeichen kommt, kann man nie wissen, wo als nächstes der komische Stein auftaucht. Geil, nicht wahr, Leute? Ich muss springen. Das ist schon fast Battletoads-like, was ich hier durchstehen muss. Das ist auch der maximalste Punkt, bis dem ich zu diesem Game gekommen bin. Meistens. Mein Rekord lag ja beim Dschungelgebiet und das... Gott, oh 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 Gott, kommt noch. Oh Gott, 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 oh 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 Gott, wie soll man das schaffen, wie soll man das schaffen und Safe State, wie soll man das schaffen und Safe State, wie soll man das schaffen und Safe State, wie soll man das schaffen und Safe State? Ich blick nicht mehr durch, ich blick jetzt schon nicht mehr durch. Jetzt kam noch was. Simbas Exile. Okay. War das nicht der Königsfelsen, wo wir jetzt sind? Ach nee, es war dieses komische. Ja, das ist auch genial, was mich hier schon wieder trifft alles. Oh Gott, das will nee. So ein Graus. Wie kann man die schöne Lion King Musik in so ein Spiel packen? Ich verstehe es nicht. I don't understand it. Super gerechtes Spiel, super gerechtes Game. Da fehlt einem glatt die Worte, oder? Mir schon. Mir fehlen da echt die Worte. Ja, natürlich, ist klar. Sowas kann man auch wunderbar sehen und vor allem... Wie soll man... Wie soll man das denn jetzt... Wie soll man das schaffen? Das reicht nicht, oder? Nee, es reicht nicht mehr. Ist schon zu spät. Ey. Dieses Game, ey. Aber ich will's durchhaben. Ich habe mit diesem Spiel nur eine Rechnung offen. Aus meiner Kindheit. Ihr habt richtig gehört, ich habe mit diesem Game noch eine Rechnung offen. Ich will es wenigstens einmal, ein einziges Mal wenigstens irgendwie durchbekommen. Und ich weiß, dass dieses Game es mir so unfair wie möglich machen wird. Denn dieses Spiel kennt in meinen Augen keine Fairness. Null. Da seht ihr, was ich meine.
Genau das meine ich. Das Level hier geht zwar noch, aber es ist trotzdem mein richtig unfaires Spiel. Allen voran wegen sowas. Man kann nie genau wissen, wo die Dinger herkommen. Die tauchen einfach aus dem Nichts auf. Geiles Game. Jetzt kommt wieder sowas. Fuck. Okay, so kann man die Stachelschweine auch mal killen. Gut zu wissen. Mit einer Rolling Attack. Wie soll ich denn das jetzt bitte schön machen? Ich kann von hier oben nicht springen. Ich kann von hier oben nicht springen. Hm. Mir fliegt erstmal so ein Teil auf den Kopf. Das gibt's nicht. Ja, kann man auch wunderbar ahnen, oder? Das ist gerade mein persönliches I wanna be the guy. Wie gesagt, mein persönliches. Hier ist ein Checkpoint, ja, bringt mir wunderbar viel. Okay, rollen. Ja, wenigstens rollen kannst du ordentlich. Wann ist das Level zu Ende? Das gefällt mir jetzt schon nicht mehr. Das hat mir die ganze Zeit schon nicht gefallen. Komm bloß weg hier. Ja, ich kill dieses Game gleich. Gottes Willen, ja, das war die Stage. Die habe ich so verabscheut damals. Das war damals meine Maximum-Stage. Bis hierhin kam ich und nicht weiter. Warum? Das seht ihr noch. Es ist grafisch ein sehr schönes Level, aber es hat's in sich. Es hat's richtig derbe in sich. Hier ist nichts mit Hakuna Matata, Leute. Nichts mit keine Sorgen. Dieses Level ist ein Rage-Level. Und ich werde hier fluchen. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. Weil ich habe schon den ganzen Let's Play schon rumgeflucht. Ich werde hier jetzt auch rumfluchen. Ey, so ist doch nur so eine kleine Spinne, ey. Du willst König werden. Ja, toll. Du willst der große Löwenkönig werden, hast Angst. Und so eine kleine Pissspinne macht dir Schaden. Irgendwie hoch hier. Das sind die seltsamsten Sprünge, die ich jemals gesehen habe. Das Einzige, was an diesem Game wirklich geil ist, ist das Gehänge. Beziehungsweise dieses, ja, Hangman-like.
genau das. Auch wenn sie es mehr oder weniger von Aladdin übernommen haben. Und selbst dieses Spiel ist schöner als dieses. Wie gesagt, ich hatte damals mehrere Markstücke in dieses Game investiert. Nicht gekauft, ich hatte es mehrmals ausgeliehen, weil ich wollte es irgendwie schaffen. Immer und immer wieder, aber ich habe es nie geschafft. Und warum mir? Ihr könnt es euch denken. Heutzutage gibt es Save States, die mir dabei helfen werden, die Rechnung mit diesem Game endlich zu begleichen. So Games wie Metroid spiele ich gerne ohne Save State, aber das hier never ever. Oh ja, das war das. Jetzt kommt die schöne Scheiße. Sam, bespuckst du mich gerade? Kann ich mich hier... ja, das war das. Jetzt geht der Spaß los. Das ist eine schöne Scheiße. Das ist eine richtig ekelhafte Scheiße. Versavest du dich hier einmal, dann war's das. Okay, muss ich mich konzentrieren, weil das wird richtig... Das wird asozial. Zu früh gesprungen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Höchstwahrscheinlich nach oben. Ja, auf den Baumstämmen müsst ihr nach oben. Auf den verfickten Baumstämmen. Und macht ihr einen Fehler hier, habt ihr verkackt. Dann war es das nämlich. Die haben so ein dummes System, die Baumstämme. Ich begreif's bis heute noch nicht. Okay, hier irgendwie lang. Ey, muss ich hier permanent springen oder was? Okay, bis zum Vorsprung da oben erstmal. Falls ich es bis dahin schaffe. Oh Gott. Okay. So weit, so gut. Sorry für den Doppel-Save, ist mir gerade aber egal. Weiter geht's nach oben. Komm schon. Mann!
komm schon, lass mich höher. Lass mich höher rauf. Da ist ein Leben, aber ist mir scheißegal. Oh Gott, Gott, da oben schon der große Baumstamm. Ey, wie ungerecht es mit den Klötzen hier ist. Jetzt komm schon. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ach. Komm schon. Oh. Fuck, ey, endlich. Du bist echt eine Pussy. Das ist echt wirklich eine Pussy. So. Ja, die Spinnen sind wirklich giftig. Was ist das? Was soll denn das jetzt werden? Wie soll ich dich jetzt schlagen? Okay, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, aber egal. Habt ihr mal die Hand dieses Affen gesehen? Muss ich den besiegen oder wie? Und jetzt macht er das. Ich glaube, so langsam wird er sauer. Nein, da ist er wieder. Okay, ich muss ihn weglassen. Das macht er bestimmt da oben weiter. Ja, er macht da oben weiter. What the fuck?
fuck? Was geht denn jetzt mit ihm ab? Ach so, verstehe. Ich muss irgendwie die ausnutzen und dann da hochspringen. Okay, jetzt ist er sauer. Jetzt macht er von da oben weiter. Boah, Lags. Zu viele Sprites gerade oder was? Das ist wohl gerade ein bisschen viel. Eigentlich sind die... Okay, da unten wäre ich scheinbar nicht getroffen. Wie soll ich denn da irgendwas machen können, wenn er ständig so schmeißt? Ich komm nicht rauf. Ich komm nicht rauf, bevor er die Dinger irgendwie... Nee. Muss ich erst warten, bis meine Energie wieder ein bisschen steigt. Falls... Nein, es ist nicht möglich, dass meine Energie steigt. Was macht er? Das frage ich noch. Das ist doch so nicht möglich! Okay, jetzt doch. Wunderbar, stehst du sehr ungünstig. Da ist nichts zu machen. Dieses Spiel. Oh nein. Sag nicht, dass der... Oh, ich dachte schon, wenn der Safe Point jetzt da gewesen wäre beim Wasserfall, ich wäre durchgedreht. Ich hätte sowas von geflucht. Ja, komm, verpass mir noch ein paar. Wie gesagt, ich mag keine Affen. Und der ist keine Ausnahme. Die einzigen Affen, die ich noch halbwegs mag, sind die Donkey Kong Affen. Aber der Affe hier sackt gerade so richtig. Ich glaube, ich habe... Ja, ich habe mich fast Safe State. Tipped. Nein, doch nicht. Oh, Schwein gehabt. Oh Gott, ey. Mein Gott, nee.
ist das ein asozialer Spacko. Ja, schwing dich mal da oben hin. Blöder Schokoladen-King Kong. Diesmal nicht Freundchen. Was machst du da ständig mit deiner verkackten Faust? Tja, haha. Und tschüss. Simba's Destiny. Okay, das machen wir dann im nächsten Part von Let's Play The Lion King. Ich bin Wacky Lion. Tschüss, Leute.